Das könnte scheiße werden. Igel Lava, zurück! Los, Big Daddy! Big Daddy ist schwach. Hat sich gleich mal das nächste Beste ausgesucht, das war Venofiebes. Das ist noch Golda. Da! Igelava! Okay, Igelava. Walzer, du weißt, was du zu tun hast. Gut, es war's. Es ist tot. Noch Big Mama. Maximum Power! Ich dachte, was ich wollte, aber hey, 34. Bleibt 34 Entwicklung möglich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist irgendwie da hoch. So. Abhauen. Cool. Ich guck mal, was ich herstellen kann. Ein Beleber, ein paar 18 Pokebälle. Für den Fall der Fälle. Das ist ein Roserade. Wahrscheinlich auch ein Elite-Roserade. Gleich werde ich es wissen. Ja, ich sehe es gerade. Noch eine Verzerrung des Raumzeitgefüges ist aufgetaucht. Und mein nächstes Ziel, offenbar. Ausgerechnet jetzt, wo ich keine Pokémon habe. Können wir bitte hier mal eine Basis zur Hand gehen? Geben und sagen, ich will da nicht hin. Ich meine, meine Pokémon sind fast tot. Und es ist nicht gerade Vergnügen, wenn die alle tot sind. Naja, ich kann immerhin nach links weitergehen, nach rechts weitergehen. Finde ich eine Basis von zur Purze und zur Peise. Sind ja offenbar überall. Hey, was willst du? Es wollte mich testen und dann wollte es mich begleiten. Was war das für ein Ruf? Habt ihr das auch gehört? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Ich bin sehr verwirrt. Wirklich.
Meine Tasche ist wieder voll. Sieht so aus, als bliebe mir nichts anderes übrig. Big Mama ist die Einzige, die noch was machen kann, außer ich kann mal schnell ein paar Pokémon wiederbeleben, was ich sicher kann. Roselia, Big Daddy, Igelava, Luxio, Mutterpel lasse ich jetzt mal tot. Weißt du, übertreiben wollen wir vielleicht. Ne. Sag ich jetzt nur so. Aber in Wirklichkeit brauche ich auch Tränke und das alles. Wo finde ich Holz? Ätherkraut habe ich doch, oder? Habe ich nicht Ätherkraut? Das ist doch Ätherkraut. Wahrscheinlich nicht genug Ätherkraut. Wozu kann man uns helfen? Gut, dann werde ich mal gucken, was da auf uns zukommt. Nachdem ich Luxio entwickelt habe. Und Big Mama. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, damit ich weiß, dass du stark bist. Luxio entwickelt sich zu. Luxra. Cool. Das andere kriegen wir auch noch hin. Hoffe ich. Da bist du ja. Das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Ich versuche mein Bestes. Selbst in Rage ist die Resell eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Schaut, dank etwas selber geht es Hinatsus Fuß auch schon viel besser. Yugao, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perlclan so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme am Leihengang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztendlich handelte sie in guter Absicht. Die Königin des Bergkampfs, Tresella, ist wie eine Tänzerin, ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau, wenn du immer wieder ausweichst, wird Tresella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Dann geht es wohl jetzt los. Ich habe Schuhe an. Und ich kann tanzen. Und ich strahle gelb. Ich bin der Otter. Ich bin ein Luftbändiger von Typ Pflanze. Wir haben gehört, was du bist. Dann würde ich mal sagen, wir legen einfach mal los. Wenn du den Y-Knopf drückst, um auszuweichen, wirst du für einen kurzen Moment unverwundbar und kannst du der Attacke eines Pokémon entgehen. Sollte dich also ein Pokémon angreifen, weiche einfach in den richtigen Moment aus, um keinen Schaden zu nehmen.
Luxra! Luxra wurde vergiftet, aber Luxra kann kämpfen. Und das zeige ich euch jetzt mit mehr Kraft. Donnerzahn! Tempotechnik. Gut, das war's. Deswegen würde ich sagen, jetzt kommt Big Mama zu meinem Satz. Aero aus. Das war schon wieder mitten in der Attacke. Warte mal. Igelaua! Wir haben es schon in fast zwei Zügen komplett zerrüttelt, ey. Das ist irgendwie einfacher als Axanthors Herausforderung. Wir haben es erlöst. Ich bin froh darüber. Friss das! Ich bin der Avatar. Fein, Avatar, hast gut gekämpft. Du hast mich also erlöst. Vielen Dank. Ich bin der Avatar. Du erhältst die Wiesentafel von Drizella, dem Avatar. Diese Steintafel wohnt die Energie des Typ Pflanze inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt sie die Kraft des Typ Pflanze. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Drizella gerettet, sondern auch Hinatsu. Erst hast du Rosalona beruhigt und jetzt auch noch Drizella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Drizella wieder ganz das Alte ist. So ist es mir doch am liebsten. Ich bin der Avatar. Das war wirklich Spaß. Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen, zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen jemands wieder daran erinnerten. Yugao, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir genauso eng mit Pokémon zusammenarbeiten.
Das werde ich. Es tut mir wirklich leid. Wenn Yu Gao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt. Das heiße ich gut. Aber erspar mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Drizella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihn am besten auf offiziellen Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursa Luna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und das Diamant-Klans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Nils. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann lebt wohl. Du weißt, wer ich bin. Diam, der Anführer des Diamant-Clans. Wir verehren das ehrenwürdige Sinn und das über die Zeit angebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird. Ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Nils. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Drizella zu reden. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage ich auch die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem die anderen belogen. Ich bin der Avatar. Ja, du bist schuld, weil das der Avatar ist. Das ist der Avatar und deswegen bist du schuld. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber ich fand es einfach witzig. Einfach die ganzen Worte von Drizella durch "Ich bin der Avatar" zu ersetzen. Ich muss wirklich sagen, es ist mir sehr gelungen. Auch wenn es sich ein bisschen überflüssig anhört, aber ey. Wir haben es geschafft. Wir haben Drizella beruhigt, wir haben ein neues sicheres Gebiet. Damit können wir auch das Gebiet noch ein bisschen mehr erkunden und wir können auch wieder kämpfen. Denn die Pokémon sind voll. Da können wir uns nämlich noch ein paar Level erhöhen lassen. Vielleicht kann sich dann... Ja, so läuft das nicht. Warum bist du im Wasser? Ey, ich muss doch retten. Naja, zur Purzel im Wasser. Da können wir vielleicht auf dem Weg dorthin noch ein bisschen mehr ernten. Was haben wir denn hier? Roselia, hallo. Mach auf! Es ist Brennzeit. Zeit zu brennen. Das war's. Ich bin mir nicht sicher wegen dem Roserade. Das eine Pokémon war schon Level 40 und das alles. Wie sieht denn eigentlich der Pokédex-Eintrag von Nigelaba inzwischen aus? Das ist nicht der Pokédex-Eintrag. Das ist er. Was, 44 nicht berichtete Aufgaben inzwischen schon? Oh mein Gott! Wir haben Nigelaba fast vollständigt. Wir brauchen nur ein paar Tempotechniken. Das können wir machen. Krafttechniken haben wir fast alle 15, haben wir alle 15 gesehen. Ruckzuckhieb brauchen wir tatsächlich noch 3 Exemplare sehen. Dreimal Ruckzuckhieb und dann machen wir mal Tempotechniken weiter. Tempotechniken. Kann ich mir Ruckzuckhieb eigentlich verbinden, oder? Oder? Nee, ich weiß nicht dazu. Ich weiß nicht, wie. Wollt ihr mich vollkommen verarschen? Das
Jetzt mache ich nicht mit. Tut mir leid. Das ist für mich doch ein bisschen zu... Ja, wir wollen abhauen. Wir gehen sofort unverzüglich in die nächste Siedlung, wo wir tatsächlich zu Bibi hier hin. Na toll. Das Roselia jagt, das Roserade jagt uns jetzt noch. Okay, jetzt aber. Auf zum Schlammplateau. Und zwar schnell. Was ist? Wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht in den Riss im Raumzeitgefüge verschwand. Du hast erneut ein Pokémon-Rage besänftigt, nicht wahr? Das Rätsel darum, was diese Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch lange nicht gelöst. Doch du bist ihnen mutig gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Jemand wie du könnte die Geschichte von Hisui in eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst mir auch weiterhin wohlgesinnt, mein himmlischer Freund. Also dann, bis zum nächsten Mal. Der Ginkgo-Clan. Also. Guti! Was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir werden noch ein bisschen weiter im Schlammplateau rumrennen. Und unsere Tasche leeren. So, sprech mit mir, wenn du Pokémon wechseln oder Item kaufen willst. Ja, Items. Da muss ich wieder ein paar einlagern. Und zwar genau die hier. Alle verschieben, verschieben. Die ganzen Craft-Items und so, die würde ich alle verschieben. Wait a minute. Ich glaube, das war nicht ganz richtig. Gerade fertige Items würde ich immer behalten. Ich muss mal im Dorf nachgucken, was ich herstellen kann. Ansonsten, ja. Abrrr. Von dem bekomme ich aber eine Rauchknolle. Das ist ein großes Tier. Das da hinten. Das sah aus wie Paula die Kuh. Oh, es ist feindselig. Oh, it glowed! Manchmal wünschte ich, ich könnte es entwickeln.
Ist aber auch nicht mehr lang, bis sie sich entwickelt. Nein! Ja! Nein! Oh, das war ein Critical. Na dann, jetzt geht's los und das Vieh schläft. Glaube ich nicht mehr. Aber ich hab's gefangen. So. Au, au. Jetzt reicht's mir. Ruckzuck, Heep! Und Flammenrad hinterher! Mach dir nichts raus, das hast du klasse gemacht. Back Mama! Oh, Tempotechniken wurden gesehen. So. Pokédex. Igelaba. Tempotechniken wurden gesehen. 4 Stück inzwischen. Wir haben ein Baby leben. Und jetzt haben wir keine mehr. Oh, das war besser als ich dachte. Was ist das? Normaler Trank. 60 Punkte. Funktioniert noch auf Level 30. Ich hätte nicht gedacht. Warum greifst du es da nicht an? Nein, ich ertrinke wieder. Nicht gut. Das ist auch nicht gut.
solange ich noch nicht entdeckt werde, auf zum Dingsbums. Ich sollte lieber doch in die Stadt zurückkehren und berichten, was hier alles geschehen ist. Denn das ist nicht gut. Klar. So, Inkognito Georok Golbat zerpeise drei weibliche Hippopotas. Sie aussehen wie die umgekehrte Paula-Kuh. So, und davon habe ich 5 Pokémon-Arten gefangen. Zum ersten Mal gefangene Pokémon habe ich 3 und eine durch Enttäuschungsmanöver. Das macht mich stinkreich jetzt. Zerpeise ist vollständig. Muss noch ein bisschen gemacht werden. Da müssen wir halt nochmal Knospi irgendwann mal von. Oh mein Gott, schon wieder kurz vorm Rang. Impressive. Du hast also tatsächlich Dressilla, die Königin des Bergkampfs, besänftigt. Kehren soft zurück und erstattet dem Boku Bericht. Ihr habt das Mädchen also dank des Duftes meiner Mochi gefunden, was? Die Kartoffelmochi eines erfahrenen Meisters wie mir sind eben ohnesgleichen. Dafür solltest du dankbar sein, wenn du heute Abend wieder in den Genuss kommen darfst. Aber solltest du nicht erstmal den Boku-Bericht erstatten? Das Essen kann warten. Natürlich, natürlich. Das werde ich natürlich im nächsten Part machen. Also, würde ich einfach mal sagen, schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Dann gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen, als man zuvor gesehen hatte. Und wir werden uns dann um die nächsten Probleme kümmern. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.